So, nachdem das Fishing Master nicht so mein Ding war und ich trotzdem noch eine Runde angeln wollte, habe ich jetzt nochmal Monsters of the Deep angeschmissen. Ewig nicht gespielt. Fand ich aber ganz cool damals. Gefällt mir jetzt auch schon wieder deutlich besser als das eben. Jo. Irgendwie suche ich den Zurückknopf. Ach da, okay. Einkaufen wollte ich nicht. Ich suche die Menüs. Hier bewegen tut man sich mit Teleport. Mal umziehen. Lange Ladezeit zwischendurch habe ich schon mal vergessen. Okay, kann man alles einstellen, bringt aber nicht viel, wenn man eh nur die Arme sieht. Teleport hingucken und Move-Taste zum Beamen. Achso, hier sind die Zeug, was man gewonnen hat. Sag ich mal aus. Kann man aber alles nicht hochnehmen. Achso, ja, wir wollten ja angeln gehen. Briefkasten gucken. Links. So, setzt man sich ins Auto. Story. Achso, ah, falscher Knopf. Falscher Knopf. Zurück. Hallo, darf ich nochmal wählen? Achso, was gab es denn noch für Optionen? Ja, Story habe ich schon durch.
Achso, hier kann man schon mal üben im Ladebildschirm. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall schon viel besser als der Fishing Master. Fühlt sich einfach, ups, realistisch an. Ein Rokobo. Komischer gruseliger Zwerg. Ach, gehen wir einmal kurz um hier, zack. Okay. In der Dunkelheit sieht das Wasser noch merkwürdiger aus. Auch wieder Hilfsanzeigen, aber nicht so störend wie eben bei dem Fishing Master. Fische sehen auch sehr cool aus. Ups. So, wie kann ich jetzt Angelplatz ändern? Gut. Achso, so nah habe ich ja auch. Sind lilane Viecher. Ich glaube, die waren besser. Wieder in die Wand aufholen sollte. Der war groß. Ja, und noch einen hier nach Hause. Ich weiß auch nicht, ob es an der fehlenden Eingewöhnung liegt, aber das hier gefällt mir 10-mal besser als das eben. Aber das Spiel eben wollte ich eigentlich die ganze Zeit nur, dass es aufhört. Und hier frage ich mich, ob ich irgendwas noch nicht freigespielt habe, damit ich hier noch ein bisschen angeln kann. Jetzt irgendwie mit den Angelplatz wechseln. Ah, okay, geklappt. Dann geht's hier noch weiter. Gedöns.
Irgendwas gab es dafür, wenn man diese Gegenstände das erste Mal findet. Diese Sammelgegenstände, dieses Spielzeugauto oder so. Ich meine, das gab es dafür. Na, gehen wir da hinten nochmal beim Skelett angeln. Ob da das Wasser ein bisschen schicker aussieht. So, na. Okay, hier sind nur blaue Fische. Ach, nur einen blauen Fisch. Das ist ja nix. Knopf zum Bestätigen. Ob es hier was Dolles gibt. Da hinten ist noch was. Ob das der Fisch ist, den wir brauchen? Yes. Falsche. Beißen wir verdammt schnell die Fische. Sehr hungrig da. Ja, wenn man sich das hier so anguckt. Zu fressen gibt es hier bestimmt nicht. Yeah.
Ich glaube, ich gehe noch mal da hinten hin. Achso. Könnte man hier genau die Köder zurück. Easycast? Nee, wir können Easycast. Ja, Easycast brauchen wir nicht. Achso. Ja, jetzt muss ich auch einen kriegen hier mit dem richtigen Köder. Oh, da kommt böse Musik. Jo, die leuchten sind die gut. Stimmt interessant. Ja, Kakophonie fertig. Oh. Wirklich. Okay, mit dem richtigen Köder vielleicht. 5 Minuten gegessen. Ja, da muss ich bestimmt den einen Scheißfisch da hinten holen.
Oh ne, Scheißfisch sagt man nicht. So. Achso, sie ist raus. Nichts Lilanes mehr. So, jetzt aber. Wir suchen. Okay, da ist einer. Dann hoch hier in Münzkirchen.
Schon durch. Jo, hier kann man sich nochmal die Fische angucken. Und diese Jagdrücken hatte ich auch noch gar nicht ausprobiert. Ich hatte das damals nur durchgespielt und dann erstmal beiseite gelegt. Ja, also außer die niedrige Auflösung, das jittert alles schon ziemlich doll hier. Also alles sehr polygonarm, aber funktioniert. Also das größte Manko ist wirklich die hakelige Steuerung, wenn man gerade nicht angelt. Das Angeln selber ist ziemlich cool, wie bei den Arcade-Angelspielen früher. Jo, soll dann auch mal reichen für heute. Tschüss.